Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein Kühlschrank-Makeover, deswegen stehe ich auch hier vor dem Kühlschrank. Ich dachte, es ist schön, wenn der am Anfang mein Bildhintergrund ist. So ein Video habe ich schon mal gemacht vor 2 Jahren, ich glaube vor 2 Jahren. Ich versuche dran zu denken, das irgendwie zu verlinken. Ich habe mir das gerade nochmal angeguckt. Eigentlich wollte ich es mir nicht vorher angucken, weil ich Angst hatte, dass ich jetzt alles genauso mache. Das ist dasselbe Video. Aber es war schon ein bisschen durcheinander und mir sind auch einige Punkte aufgefallen, die ich jetzt anders machen kann. Deswegen wird es nicht dasselbe Video. Also bleibt gerne dran. Als erstes zeige ich euch gleich meinen Kühlschrank von innen. Schritt 2 wird das sauber machen. Schritt 3 wird ein Großeinkauf. Und Schritt 4 einräumen. Und Schritt 5, ich zeige euch dann, wie es innen aussieht. So, jetzt kommen wir mit in den Kühlschrank. Darf ich kurz anmerken, wie cool das hier ist? Alter, wie sieht meine Hand im Weitwinkel aus? Wie cool das hier ist, seitdem Karl diese Osterdinger bekommen hat. So, wir haben echt wenig überhaupt so Essen gerade generell in diesem Kühlschrank. Das Ding muss auf jeden Fall auch sauber gemacht werden. Ja, hier gibt es Pastasauce, obwohl wir keine Nudeln da haben. Und ja, hier drüben ist jetzt auch gerade nicht allzu viel los. Obwohl, das kann ich euch auch von der anderen Seite zeigen, dann sieht man das besser. Also, hier ist halt einfach sehr viel leer und ja, und heute kommt auch der Gefrierschrank dran. Beim letzten Mal war es nur der Kühlschrank und ich dachte mir, der Gefrierschrank ist auch nicht wirklich voll. Ich glaube, hier ist gar nichts drin und hier sind Kühlakkus drin und ja, das war's. So, dann wollen wir jetzt mal aufräumen. Das mit dem Weitwinkel ist geil, aber das Problem ist, dass es ja nur bei der Außenkamera funktioniert. Ihr wisst übrigens gar nicht, ne? Meine normale Kamera, die ganz normale Spiegelreflexkamera, die macht zurzeit irgendwelchen Mist. Und bei meiner kleinen Kamera ist bei einem Dreh dieser Frame abgebrochen und ich habe keinen neuen. Deswegen muss ich jetzt mit dem iPhone drehen. Und wie gesagt, Weitwinkel geht nur bei der Außendingskamera, das heißt, ich kann mich nicht sehen. Mega. Wir räumen jetzt hier auf. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Und ich habe heute noch nicht gefrühstückt und ich glaube, ich frühstücke jetzt das Sandwich. Das Video sollte irgendwie ein bisschen koordinierter ablaufen als das andere. So, Schritt 1, sauber machen, ist schon mal durch. Seht ihr, wie sehr alles glänzt? Und ich habe hier schon mal unseren neuen Kühlschrank-Organizer, die ich nicht als diese gekauft habe, aber irgendwie trotzdem mega cool finde, reingetan. Die anderen Kühlschrank-Organizer, die es mal gab, die wurden zweckentfremdet. Ich kann euch das auch eben zeigen, zum Beispiel um Kochbücher oder Süßigkeiten aufzubewahren. Außerdem sind die verbogen, weil ich die im Geschirrspüler hatte. So, hier ist jetzt auch noch ein bisschen Unordnung, aber wir müssen ja erstmal einkaufen. Und das Ding hier und so, das ist alles noch da. Das muss aber, kommt dann wieder hier rein, muss aber noch sauber gemacht werden. Ja, ich wollte euch nur erzählen, dass wir jetzt einkaufen gehen und
dass der tollste Teil am Video ist. Nein, eigentlich ist das Coolste, dann den Kühlschrank schön einzuräumen und dann ist er fertig und schön eingeräumt. Das Essen, aber das ist glaube ich nicht mehr im Video drin, oder? Nee. Dann nicht. Hallo Tim. Was sagen Sie zu unserem Großeinkauf? Also ich denke mal, den Punkt von unserer Aufgabe einzukaufen und den Kühlschrank voll zu machen, gemeistert. Das ist ja richtig voll. Das ist ja auch Press. Und ja. Waren wir hungrig? Ich nicht, immer noch. Ich schon. Aber es war alles sehr leckeres. Trotzdem. Ja, also war sind wir mit dem Ziel hergegangen, einen Großeinkauf zu machen. Ich glaube, das haben wir ja ganz gut bestanden. So, also 3/4 vom Einkauf ist schon oben. Oder 2/3, weiß ich. Ich räume das jetzt mal ein. Oh, ich bin voll fertig. Es war sehr schwer, nicht so übel zwar. So, also ich muss ehrlich sagen, na, mit dem Sortieren und sowas, also das ist jetzt irgendwie alles von selbst geschehen. Ich weiß nicht, ob das eine logische, sinnvolle Sortierung ist, aber zum Beispiel oben bei den Getränken. Ich hatte die Flasche erst hier und musste die, und musste die dann hier hin tun. Also hier ist jetzt so gemischt, Getränke mit und ohne Alkohol, einfach wegen Platzgründen. Das ist das Joghurtfach. Das ist schon lange das Joghurtfach. Im letzten Video war es das Obstfach. Die Biere mussten ausweichen. Jetzt ist das Obst hier. Und hier unten habe ich mal so Milch und Eiskaffee nicht sortiert. Also das sind halt einfach Tetrapacks. Genau. Hier ist noch ein bisschen was aus dem Gemüsefach, was nicht mehr reingepasst hat. Und da sind so Fleischsachen. Hier, das ist sowohl Brotbelag. Hier habe ich den Kleinkram reingetan. Als auch sowas zum Kochen. Hier Kloßteig und sowas. Genau, hier unten ist Gemüse. Ja, hier sind auch kleine Sachen irgendwo da unten in der Kiste. Dann haben wir hier noch so eigentlich Flaschen und Dosen und alles, was halt keine Milch und keine, so Kleinkram halt ist. Da sind ja auch, hier seht ihr ja Salatdressing und sowas. Und der Rest ist halt so geblieben. Ich kann es nochmal zeigen eben. Hier sind große Flaschen und kleinere. Hier sind, also habe ich jetzt die Süßigkeiten hingetan. Das Fach ist größer. Hier ist halt nichts und ich weiß auch nicht, was da sonst manchmal drin war. Moment. Hier. Da waren zum Beispiel das Glas mit den Gurken. Also irgendwelche Zwiebeln. Diese Stimmt. Pin. Ja, okay, so. Eingelegt ist. Hier ist auch jetzt leer, da waren vorher so die Süßigkeiten drin. Ja, aber beim Gefrierschrank habe ich auch noch ein bisschen umstrukturiert. Und zwar sind jetzt hier die Kühlakkus und hier unten ist sowohl hier als auch hier Brot- und Brötchenkram. Und dann hier, das ist jetzt alles so. Oh, hier sind noch Brötchen, aber die haben gleich nicht mehr reingepasst. Hier sind Sachen, die wir so selbst gekocht und eingefroren haben. Hier sind so Backwaren und Eis und hier ist halt so Fertigfraß oder halt hier so Gemüse und sowas. Genau, und hier ist halt die Butter. Ja, sehr unspektakulär irgendwie. Ich habe mir das ändere ich mir spektakulärer vorgestellt. An der Stelle möchte ich das Video gerne beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt anfangen mit Schneiden und bin mal gespannt, ob es sich jetzt großartig von dem anderen Video von vor 2 Jahren oder so unterscheidet. Es war auf jeden Fall genauso durcheinander und unkoordiniert, glaube ich. Ja, wir haben, glaube ich, am Ende noch diese Eiswürfel und Wasserbehälter, nachdem die sauber gemacht und getrocknet waren, eingesetzt. Ansonsten war das dann wirklich schon alles soweit fertig und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Das letzte Video verlinke ich immer unten drunter. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann bis zum nächsten Video.